Der auch Philipps ist, so gleich wie
nicht, was ihr meint. Verstehst du nicht? Du hast von Heirat mir noch nichts gesagt. Ach, Heirat? Und was denn sonst? Ja, ja, natürlich. Ich könnte mir nichts Schöneres denken. Nur meine Familie. Ist denn Schärfe, so wie du und ich? Was kann das sein? Jedoch, es gibt noch etwas. Was willst du sagen? Oh Gott, Bulotte! Bulotte, ja! Hab Angst vor ihr. Warum? Ach, sie will mich doch. Ah! Und weil sie nicht mag, ist sie überschlagen. Yeah.
sofort und küsse mich. Ich habe euch doch gesagt. Jetzt bleibe blöd und küsse mich. Was denn? Du bittest mich nicht, umarme mich nicht, küsse? Nein! Sag das noch einmal. Schickte die Kühne
Kind in einen Korb, setzt die Füße aus. Sensationell. Und nun? Nun stellt sich jetzt heraus, der Prinz ist ein... sozusagen kein... Dazu noch flotter Lebenswandel, Wein und kurz und gut. Man kann nicht einem Trottel das Geschick von Millionen Menschen anvertrauen. Heutzutage schwer. Der neue Geist, die Scheibe Menschenrechte, rühr mir da drauf. Was also bleibt zu tun? Die Tochter muss jetzt wieder gehen. Sie ist noch lange tot. Wenn sie nicht damals auf der Reise auf der Halbzeit. Der Fluss hat unterhalb der Burg des Ritters Lauern einen Kaufdamm. Also hier, ihr meint, der Korb kam hier an Land und die Prinzessin. Genial durch Nacht, so macht man Karriere. Kommt
euren Armen alle an. Wir hübschen Mädchen kommen an, die teuren Armen alle an. Mit eigenen Händen krönen. Nun, sieh den Zettel.
eure Blut. Wenn ihr was Ehrenhungriges verlangt, geht aus wie. Ihr versteht mich nicht. Erklärt euch also. Ist nicht euer Vater. Der gute Lügenskatz, der ist schon tot. Wisst ihr das ganz bestimmt? Wie? Ob er tot? Nein. Ob er auch euer Vater war. Wie meint ihr das? An eure Kindheit, den prächtigen Palast, die Wachen mit den goldenen Helmen. Prächtiger Palast. Erinnert euch, die Frauen reich geschmückt und edle Herren. Der König zankt sich mit der König. Ach ja. Misere, Glanz und Streit. Ich glaube. Kurz und gut, der Hofstaat eines Königs. Ich erinnere mich. Und dann auf einmal. Erinnert ihr euch nicht? Oh doch, jetzt kann ich mich erinnern. Hoheit, ihr seid die Tochter seiner Majestät, die Rabe Wäsche. Prinzessin Herr. Oh, Prinzessin! Wäsche, der hat doch einen Sohn. Der Bruder, eure Hoheit. Jünger noch als ich. Der kam nach eurer Hoheit auf die Welt. Das heißt, dass meine Hoheit Erwin wird? So ist es. Meine Leute, habt ihr etwas mitzunehmen? Aber ja, was hätte ich Ihnen vergessen? Danke! Was geht denn damit? Wer ist das? Den nehme ich mit. Ein Schäfer? Ja. Prinzessin, ist das euer Ernst?
Meine Ersten ist entschlafen, der Teufel soll mich straben, wenn ich gehe, muss warum, wenn ich gehe, muss warum. Als ich vor der Zweiten, Dritten und der Vierten ich erlitten, lasse ich mal. Das weiß ich ja. Sie aber ist
Sie die Sorge, die Ballon? Ich habe die Sorge sehr geliebt. Sie ist ganz anders. Aber wie? Sie selbst, da kommt schon. Uralter Stammbaum, es ist der Klang der Tolle!
weiteres Studium? Majestät sind
11 Uhr, Empfang des Ritters Blaubart und seiner neuen Gattin. Kantate numero 9. Es nach mit deinen Spriten, beglühen das Neue! Darauf folgt hier im Rahmen. Harnischheit! Thank you.
Nicht nur das. Mit allen Ehren muss man ihn empfangen und versuchen, alle Wünsche dieses Herrn zu erfüllen. Emmett, es ist geschehen. Ist das entschieden, Herr? Ja, ich bin entschlossen. Und das macht mich stark. Hinten! Vergesst nicht, Herr, was ihr Herrn Alvarez zu sagen hat. Beste. Mir geht's um Albert. Sagt ihm, ich hätte über seine Bitte nachgedacht und glaube, dass ich sie erfüllen kann. Ach, los. Ich hab ihn noch immer schon. Ich gehorche. Ja. Was? Was? Na, ja, soeben höre ich, dass er die Hochzeit meiner Tochter mit dem Prinzen Saphir angekündigt hat. Ja. Warum nicht? Ja, Herr, ja, liebt einen anderen Mann. Das ist kein Internet. Die Liebe und die Ehe sind nicht immer eins. Das weiß ich nur zu gut. Madame, dieses Thema, meine ich, ist im Augenblick nicht angebrochen. Ich finde es im Augenblick sehr angebrochen. Vielleicht ist Musik erträglicher für uns. Thank you.
Ihr habt was zu erklären. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Intime Szene im Familienkreis. Insofern des Tages ist eine Szene vor Familie vorgesehen. Wir sind hier doch der Stoff gewählt. Jetzt, ich hätte Platz zu nehmen. Musste ich vor wenigen Minuten einen Hopen
Ich bin der Schnauer!
Thank you.
Ihr aber dreht euch um. Schau nicht. Ihr habt verstanden. Aha, jetzt habe ich verstanden. Also los. Oh!
glaubt das nicht. Herr Vorsitzende, was denn sonst? Oh nein, hören Sie. 2 Jahre sind es her, dass Herr Blauband den Befehl gab, seine erste Frau zu töten. Ich war weg. Und als sie wieder zu sich kam, fragte ich, was reizende Isole ist euch lieber? Birkensterben oder etwas nett mit Popolani sein? Und was hat sie gesagt? Sie sagte nichts. Blieb am Leben. Und dann? Heirat Blaubart, neuer Mordbefehl, Gewissensqualen Popolani. Verstehe, und so geschah es mit Isore, Papst, Eleonore, Rosalinde und... Gewiss. Denn immer siegte meine Weltlichkeit. Und jetzt werde ich gefragt, ob ich ein wenig in der Richtung sein will. Euch frag ich nicht. Warum? Mein Schluss ist hier. Ich gehe heute zum König, um die Tat Blaubart zu erhöhen. Die Frauen, die ich mit... Ich auch. Wollt ihr euch rächen? Ich will mich rächen. Es gibt in meinem Herzen vielleicht noch andere Gefühle. Herrlich, dieser Räuber, als er sang, ich wollte lieben. Wo sind die anderen Frauen? Hier, und sie erwarten euch. Erwarten mich? Gewiss. Hornruf Blaubarts kündigte euch an. Es ist ihr Brauch, dass jedes neue Opfer von dem vorigen begrüßt wird. Geht.
Ich bin wieder Ritter, das Glück ging vorbei, das ist zunächst wieder.
kann ich nicht. Versprich. Er darf kann ich nicht. Und er auch nein. Und er kam heute Nacht in meinen Tod. Herr Blaubart. Ja. Seine Frau. Und sagte zu mir, sie muss sterben. Wie? Das wisst ihr? Er heiratet gerade eine andere. Ich weiß nicht. Ich habe es nicht getan. Ich habe sie nicht umgebracht. Hat er gut noch? Auch die anderen nicht. Was ist mit ihnen? Die Liebe! Was? Ich habe sie mitgebracht. Sechs einzelne Zigeunerinnen. Wie? Hierher? Der König soll sie sehen und über Blaubart richten. Wen? Wird der König richten? Das verstehe ich nicht. Wenn du die Wissensbisse hast, ich habe die Meinung. Wir haben keine Schein. Wir wissen schon Blut. So. Starke? Müsst ihr damit die Gewölbe für zu mir der Schlüssel machen? Doch wo? Müsst ihr finden. Die Gewölbe sind fünf Männer, die der König braucht. Sensationell! Sensationell! Doch, sie sind doch am Leben. Ach, verstehe! Probemeister des Verlassenes und verlangt für sie die Goldenheit. Heute! Wir werden sechs Zigeunerinnen haben, doch 50 Zigeuner. Ja. Und es eilt! Was aber tut auch? Was war das? Der ist auch nicht tot. Es scheint so. Nicht verwundet. Durch die Erregung nur. Ja, nicht alles. Nun, der letzte. Ja, Gerechte. Großherr, ja. Einer gerade hinter Blaubart. Nein, das ist der sechste Mann. Halt! Der sechste Mann. Ich hab was besser. So. Die Rache. Rache. Ja, Blaubart. Wollten diese Mann. Rache. 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 Gerade dadurch, dass ich nie gewusst, wohin der Weg mich führt, kam ich dazu, mich an
7 Frauen, jeder Kavalier bekommt eine Dame und wir haben 7 Pfarrer.